Ja, 10 Jahre virtuelle Fachhochschule, was heißt das? Das heißt, dass wir seit 10 Jahren mittlerweile Studienangebote entwickelt haben und auch betreiben, die offen sind für nicht klassische Studierende. Also Studierende mit Kind, berufstätige Studierende, erziehende Studierende. Und für diese Gruppe haben wir insgesamt 6 Studienangebote und insgesamt studieren derzeit 2800 Studierende in diesen 6 Studienangeboten. Damit erfüllen wir eine Forderung, die immer von der Gesellschaft und auch von den Unternehmen an uns herangetragen wird, nämlich berufsbegleitendes Studium mit modernen Formaten zu ermöglichen. Und da blicken wir insgesamt auf eine 10-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Ja, 10 Jahre VfH bedeutet, einen Studiengang anzubieten für Studierende, die berufstätig sind oder familiäre Pflichtungen haben. Natürlich nicht nur einen Studiengang, sondern wir haben Betriebswirtschaftslehre, wir haben Wirtschaftsinformatik, wir haben Medieninformatik, wir haben Wirtschaftsingenieurwesen. Also einen bunten Strauß an Studiengängen, die sehr gut nachgefragt sind und wir sind sehr glücklich, die bei unseren Studierenden auch zu einem sehr hohen Berufserfolg führen. Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es ist natürlich was anderes, wenn man online studiert. Man studiert übers Internet am Computer, aber durch unsere synchronen Phasen, Chats und auch die Präsenzen, die drin sind, haben die Studierenden doch sehr viel Kontakt miteinander. Und die Betreuung durch den Dozenten ist natürlich wesentlich besser, wenn man miteinander mal redet am Computer mit Videokonferenz oder Headset, als wenn man immer nur Mails austauscht, wie das bei einem klassischen Fernstudium der Fall wäre. Der größte Vorteil unseres Online-Studiums in der VfH ist natürlich, dass Sie ortsunabhängig, wo immer Sie einen Internetanschluss haben, studieren können und wenn Sie sich die Materialien runterladen, natürlich auch ohne, also iPod in der Straßenbahn geht. Und Sie haben nicht nur die räumliche Entkopplung, sondern auch eine zeitliche Entkopplung. Wenn es nicht gerade der synchrone Chat ist, können Sie zu Zeiten, die Sie für richtig halten, in das Lernraumsystem einsteigen, sich einloggen, dort Ihre Aufgaben bearbeiten und den Stoff durcharbeiten. Ja, eigentlich bin ich von Anfang an mit dabei, als Dekan seinerzeit noch in Emden im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik. Und ich habe es von Anfang an als eine großartige Ergänzung zu unserem Angebot empfunden. Und wir haben durchgehalten, wir sind heute noch mit dabei und es macht weiterhin noch Spaß. Und ich denke mal, die virtuelle Fachhochschule hat eine große Zukunft, sowohl im Bachelorbereich wie auch im Masterbereich. 10 Jahre VfH sind für mich ein Erfolgserlebnis. Als wir vor 10 Jahren diesen Verbund aus der Projektphase heraus gegründet haben, habe ich nie gedacht, dass wir heute mit beinahe 2500 Studierenden und insgesamt 6 verschiedenen Studiengängen diesen Erfolg zu verzeichnen haben. 10 Jahre VfH, das heißt für mich 10 Jahre erfolgreiches Arbeiten, sehr erfolgreiches Arbeiten und das alles ohne Staatsvertrag. 10 Jahre VfH bedeutet für mich 9 Jahre Vorlesungen in Emden an der virtuellen Fachhochschule mit viel Spaß, mit vielen Studierenden und gleich den ersten Preis abgeräumt, den es gibt. Okay, 10 Jahre VfH. Meine Güte, es ist mehr als 10 Jahre, seitdem ich angefangen habe, den Antrag mitzuschreiben mit Günter Siegel. Wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit das gewesen ist, weiß nicht, ob ich es noch gemacht habe, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt dabei. Ja, 10 Jahre virtuelle Fachhochschule. Ich bin stolz darauf, von Anfang an dabei gewesen zu sein und ich glaube, wir haben in der Zeit doch eine Menge erreicht. Viele Studiengänge, wo es leider noch etwas hapert, ist der Bekanntheitsgrad. Wenn man hört, allenthalben im Land sind wir noch nicht bekannt genug und daran, denke ich, werde ich weiterarbeiten, damit wir noch mehr Studenten bekommen und ich wünsche uns für die nächsten 10 Jahre viel Erfolg. Das bedeutet, dass Studierende, die nicht präsent sein wollen an der Hochschule, von zu Hause aus arbeiten können, studieren können, sich verbinden können mit anderen Studierenden, die weit weg sind und über Chatrooms, über Wikis und so weiter ganz nah beieinander sind. Das bedeutet 2700 Studierende in diesem Bereich. Sie sehen eine durchaus große Menge an Studis, die sich da miteinander verbinden können. 10 Jahre virtuelle Fachhochschule heißt Studienangebote im Netz, die jederzeit und an jedem Ort studiert werden können und auch eine große Qualität haben. Das garantiert der Verbund der Fachhochschulen, die beteiligt sind. Ich kann nur jedem empfehlen, diese Studiengänge mal anzuklicken, denn es ist für jeden was dabei. Alle reden von Bologna, alle reden von Exzellenzinitiative, aber was wirklich interessiert ist, wer in 10 oder 20 Jahren neben dem Beruf, neben Erziehung in der realen Situation wirklich studieren kann. Und das heißt online studieren. Studieren für alle.
10 Jahre Verbund Virtuelle Fachhochschule bedeutet, dass Leute mutig waren, zur richtigen Zeit erkannt haben, die Chance neuer Medien und das Allerwichtigste durchgehalten haben, sodass wir heute interessante Angebote haben und wissen, was man alles in den nächsten Jahren noch umsetzen muss, auf den Erfahrungen dieses Verbundes aufbauend. Als alleinerziehende Mutter von 3 Kindern habe ich noch an einem Präsenzstudiengang teilgenommen und meinen Abschluss gemacht. Und ich weiß, was für eine wahnsinnig tolle Erleichterung das sein kann, wenn man online studieren kann. Ja, 10 Jahre virtuelle Fachhochschule bedeuten für mich vor allem eine beeindruckend lange Erfolgsgeschichte, die mich auch gelehrt hat, nach meiner anfänglichen Skepsis, dass Online-Lehre wirklich professionell funktionieren kann und auch beim Unterrichten sehr viel Spaß macht. Die virtuelle Fachhochschule wird 10 Jahre alt. 9 Jahre davon hatte ich die Ehre, daran teilnehmen zu dürfen. Und ein Online-Studium ist wunderbar, wenn man berufstätig ist. Es lässt sich einfach perfekt integrieren. Insofern würde ich es jedem empfehlen und wünsche der virtuellen Fachhochschule alles Gute.